Ace aus Kolumbien gegen Animal Rights, auch bekannt als Van Wommel 8, auch bekannt als Baumwolle 8. Unser Geburtstagskind, Alex, wird er sich selber ein Geschenk machen? Oder nicht? Dann schauen wir mal. Ich weiß nicht, wie versiert Alex im Luigi-Matchup ist. Er hat auf jeden Fall die ganze Zeit in dem Handwarmer die Downbee nicht gesehen, mit der Ace direkt eingestiegen ist. Der Downbee ist halt so ein... Der hat sehr weirde Properties. Da kann man mit in der Luft sich richtig gut recovern. Und zwar horizontal. Das ist falsch. Vertikal. Ich verwechsel die immer, seit ich ein Kind bin. Aber man muss sie vorher einmal auf dem Boden gemacht haben, damit sie funktioniert. Sobald man sie einmal gemacht hat, muss man sie wieder aufladen. Anyway, genau so hat Ace das Match gestartet und hat richtig gut Damage auf direkt auf Alex bekommen. Aber... Alex sucht halt nach Stray Hits, weil er weiß, Luigi zu comboen ist nicht so super leicht. Okay, da hätte er einen Edgehog haben können, aber er hat sich nicht ganz getraut. Da merkt man die Matchup-Inexperience, er weiß nicht genau, wann er wo sein will, darf oder kann. Und da sehen wir, was ich gesagt habe, die vertikale... Oh, klasse, der Ballack. Und das könnte wieder ein Edgehog sein, aber Alex nicht schnell genug. Aber ja, er nimmt dann eben die Position, die er kriegen kann. Luigi's Recovery ziemlich predictable. Oh, okay, alles klar. Er nimmt die Münze und Shine-Spiked ihn. Alles klar. Und Alex, unser Geburtstagskind, mit seinem ersten Stock des heutigen Tages. Und dann gucken wir mal. Wir wissen von Ace überhaupt nichts. Er ist aus Kolumbien. Er hat, glaube ich, auf Discord geschrieben, er wird dann und dann da sein. Und mehr wissen wir nicht von ihm. Und er sieht ziemlich lässig aus. Und jetzt hat er mit einer ziemlich lässigen 3-Hit-Kombo sich des Stocks entledigt. Schaut an Jonas für das Overlay. Wir sehen jetzt, wie viele True-Hit-Kombos nacheinander passieren. Okay, und da hat er wieder die Down-B gemacht. Wie gesagt, er muss sie aufladen. Und ja, eine Sache, auf die man gegen Luigi immer achten sollte. Oh, wow, die haben er killt. Okay, oh, wow, wow, wow. Oh, lololo. Wie der eine oder andere sagen würde. Eine Sache, auf die man gegen Luigi auf jeden Fall achten möchte, ist, dass er auch im Short-Hop eigentlich die allermeiste Zeit zwei Aerials machen kann. Also wenn er mit einer Down-Air auf dich zuspringt, dann kannst du davon ausgehen, dass bevor er landet und du deine Out-of-Shield-Option machen willst, er vorher noch eine Nair oder sowas raushaut. Und so kann er dich natürlich oft bekommen. Und die Nair ist ein sehr guter Lift. Ich nenne sie mal Lift, also wenn du den Gegner direkt über dich haust. Peach's Dash Attack wäre zum Beispiel auch ein Lift, Sheik's Dash Attack ebenfalls. Fox Up-Tilt, das sind so die Lift-Moves, mit denen du dich über dich hauen kannst. Und da kannst du selbstverständlich Falcon Stomp ebenfalls und dann kannst du einen weiteren Move comboen oder mehr. Bei Luigi ist es schwierig. Oh mein Gott, der Fiese mit dem zweiten Hit nur getroffen, die ab Air. Sehr gut von Alex. Alex macht hier wirklich, gibt keine schlechte Figur ab. Lässt sich kaum beirren von den ganzen unbekannten Variablen, die auf ihn eingedroschen werden. Aber ja, Ace hält, ich sag mal, wacker dagegen. Er musste aber auch sich irgendwie 4,5 Minuten einspielen. Deswegen gehen wir mal davon aus, dass er einfach nicht so richtig hart ist. Das ist ein Best of 3. Es kann alles passieren. FD kann natürlich gebannt werden hier von Alex, was ganz cool ist, weil es eine Stages, auf der das Punish Game für Luigi exponentiell besser ist. Ja, Sam, wie würdest du es denn nennen? Also ich nenne es immer einen Lift, also wie, weißt du, wie ein Fahrstuhl, der dich so, also er liftet dich halt nach oben so ein bisschen. Komm so, dann sind wir mal in zwei Wochen. Meines von 9 Tagen. Okay, und da sehen wir auch wieder die zwei Aerials. Er approacht ihn mit einer Short Hop Down Air und haut dann noch eine Forward Air hinterher, um da reinzukommen so. Du, man sagt nur klasse, wenn es killt, da bist du im falschen Chat. In Berlin sagen wir immer klasse, weil wir unsere Reverse Up Smashes so appreciaten. Ich sag eins, den hinten im zweiten Game. Oh mein Gott. Weißt du, Last Stock, ich hatte 156% dabei. Hast du gegen Dario gewonnen? Nein. Oh, Dario hat gegen Jan gewonnen, ein weiteres Upset. Nee, das war Projekt. Er war höher gesiedelt, aber die 8-9, ne? Ah, deswegen müsste die erste Runde, ja, true. Genau, genau. Und das ist das 1-0 für Alex. Und wir erfahren hier gerade, dass K17 hier hergekommen ist, um Names zu taken. Einen weiteren, nämlich Third. Ich weiß noch, das letzte Mal, als Dario da war, hat er so Handprobleme und hat so Peach gespielt, weil er nicht wusste, was er machen soll. Ich meine jetzt vor dieser Season so. Das letzte Mal vor Corona, als er da war. Also er ist eigentlich ein Fox-Main, hat dann irgendwie auf Pikachu geswitcht irgendwann und dann, er spielt auch super gerne Falcon und so. Also, ja, weiß ich nicht, Peach, das ist jetzt vielleicht nicht so anstrengend für die Finger oder so, weiß ich noch nicht so, ne, müssen wir mal gucken. What? Oh mein Gott. Did he just stand there and F smash? Holy shit. Okay, ich nehme an, FD wurde gebannt von Alex und dann geht Ace auf die, wie er denkt, nächste bessere Stage. Aber ich weiß nicht, ich glaube, die Plattformen sind... Ah, wobei, die sind vielleicht gar nicht so schlecht für Luigi, das stimmt schon. Aber die unterbrechen natürlich den Train Grab oder beziehungsweise die gesamten...
horizontalen Kombos, vertikalen Kombos. Und Alex probiert es hier mit Jab Up Smash. Bei dem Prozenten könnte es halt killen, aber ich glaube, der Jab connected halt nicht mehr. Damn, okay, Ace ist offenbar heiß gelaufen. Oh! Der Tag macht ihm alle Ehre. Nicht schlecht, Jan, nicht schlecht. Garden. Ich mach meinen Tag nicht alle. Ja, vielleicht ja noch. Deswegen spielen wir ja Double Elims. Mit dem Insane Losers Run Berlin. Aber Dritter dafür dürfen nur Niki und du oder Konstantin. Ja, einen von uns muss also der Geld. Also wenn Geldjunge krass Geldjunge Magie rausholt. Ja, das kann halt passieren, dass er magisch wird. Smoothie ist halt auch. Die spielen ja gegeneinander das danach. Und da bin ich wieder und jetzt ist doch wieder. Oh! Die Brunnen da, warum ist das? Okay, wir sitzen mal. Das ist ja ganz gut. Ja, das erste Game ging an Alex Heide, falls du das nicht mitbekommen hast. Habe ich nicht mitbekommen. Siehst du? Ja, genau, das erste ging an Alex. Ich darf gegen den Verlierer. Oh, du darfst gegen den Verlierer? Ja. Ich darf gegen den Gewinner. Kommt damit? Nee. Ach doch. Ja. Versiegt sie, darf gegen den Gewinner. Oh, shit. Was wir ausmachen? Ja, können wir ausmachen. Überhitzt das und jetzt gerade kommt die. Ja, voll. In der Mitte den Knopf. Abtopf. Was? Ja, und dann hast du gesagt abtupfen? Nee. Abtopf, hab ich verstanden. Der wird halt einfach nur zu warm laufen und dann geht er kaputt irgendwann. Wir haben einfach nur Medien draufgelassen. Das wäre halt richtig scheiße, wenn der kaputt geht. Genau. Ja. Deswegen denke ich, wir machen es halt, wenn es Leute tatsächlich drauf gucken. Zum Beispiel halt, wenn gleich ein paar spannende Matches laufen, dass wir nicht das Bett machen. Ja, genau. Das dachte ich auch, dass wir, wenn wir Top 6 haben und also ein Stream spielen. Wir sagen vor Top 6 eine ganz kurze Pause, sodass keiner spielt erst. Ja. Und dann sagen wir machen jetzt den Lichter aus. Lichter aus. Top 8? Hat ihr da noch Stimmung Licht an? Licht aus. Wir können ja die ganzen. Können wir eventuell den ganzen Top 8 werden? Kann jeder einen Einlauf lesen, bestimmt? Ganzen Top 8 werden zu viel. Wir können gucken, wie gut wir mit der Zeit voran. Wir haben gestern durchgeplant, dass Top 6 sich ausgehen können. Was meint ihr, wenn wir um 9 mit der Top 8 anfangen würden, dann wären wir vielleicht. Bei Top 8 ist halt, dann geht es mit dem Geld los. Was? Bei Top 8 geht es halt mit dem Geld los. Ja, ist ja schon cool. Aber. Ich glaube, das ist wenig Zeit. Aber ich meine, Top 8 sagen wir what? Okay, Alex hat offenbar nicht FD gebannt, sondern FD gecounterpickt in Game 3, was halt gegen Luigi eher eine fragwürdige Situation ist, wenn ihr mich fragt. Ich bin mir nicht, wir können ja nicht sicher sein, ob er Chain grabben kann. Und dann ist auch Luigi irgendwann noch ein bisschen schwachsinnig. So. Ich meine, unwissende Frage, aber vielleicht auch eine pädagogische Frage für den Chat, der es auch nicht weiß und sich nicht trotzdem fragen. Okay. Dürfte man theoretisch so in einem zweiten Spiel von einem Set, oder nee, von einem zweiten Set von einem, wie auch immer, dürfte man Charakter wechseln? Ja, das ist eine Regel. Man darf die ganze Zeit Charakter wechseln. Das heißt, man darf mit jemand anderem reden. Genau, man darf sich nicht coachen lassen. Man darf nicht mit jemand anderem reden dazwischen. Aber das ist zum Beispiel. Brauchst aber eine Hungry Box. Es killt! Auch nicht hier? Also wenn man sozusagen, man spielt ein Best of Five und es steht irgendwie 2-2. Ja. Und ich stehe dann auf, ich spiele gegen Konzi, steht 2-2, ich stehe auf und ich gehe so zu Maxi und sage so, Maxi, was mache ich denn jetzt eigentlich in Game 5? Dann wäre das verboten. Aber. Außer man ist Hungry Box. Außer man ist Hungry Box. Aber was geht, ist halt zum Beispiel, ich spiele gegen Maxi und Maxi ballert mich. Ja. Und ich sage so, das klappt jetzt mit Falke nicht. Ja. Ich wechsle jetzt auf Maxi. Ja. Das darf ich, aber ich muss das dann als Verlierer des letzten Matches zuerst sagen. Genau, du musst zuerst sagen, wen. Ja, als Verlierer muss man damit als letztes. Theoretisch Maxi. Nee, stimmt, sorry. Du, als Verlierer, du pickst die Stage, dann kann der Gegner sagen, ob er wechseln möchte, und dann kannst du sagen, ob er wechseln möchte. So. Also, der Verlierer pickt die Stage, dann kann der Charakter gewechselt werden, dann kann der Charakter von Verlierer werden. Okay. Und wenn ich dann zum Beispiel sage, ich bin ein Pump. Ich picke Champions Fan. Keine Ahnung, let's go. FD. Oh mein Gott, was? Chop Zone? Dann sage ich, ich bin jetzt Mark. Und das killt selbstverständlich Final Destination, da kommt die Low Ceiling natürlich ins Spiel. Es gab eine Zeit, da haben das viele Leute so auch gemacht, weil sie dachten, dass das der richtige Weg ist. So, gibt es denn viele Spieler so bei Super Smash Melee, dass mit dem, die hier mit dem die mehrere Charakter richtig gut können? Ja. Also nicht nur, also klar, irgendwie alle können, aber ich meine, wo die richtig gut sind, also wo es quasi egal ist, welchen sie nehmen. So die besten paar Leute, die können eigentlich teilweise so Sekundärcharakter im Turnier spielen und damit immer noch passen. Mango, der spielt halt gleichermaßen Fox und Falco. Und der hatte Zeit lang jetzt mal Marco ausgepackt und das war auch eigentlich genauso gut. Der und sein Falcon auch. Der Leute gibt sein Falcon auch. Dieser Falcon ist nicht ganz. Und er war früher Pubman, also auch das. Also keine Ahnung, Mango spielt halt sehr viel. Mewtwo King. Der Mango hab ich sogar schon. Mewtwo King, das ist auch so einer der oldschoolsten Spieler, der hat drei Charaktere gespielt immer. Und der hat immer sich das Matchup abhängig gemacht, gegen wen er muss. Weil der hat immer gesagt, ich spiele entweder Sheik, Marv oder Fox.
Ja, aber es gibt auch so einer der besten Hungryboxen. Ja, die sind alle Charaktere so wirklich notoriously bad. Das ist bei mir zum Beispiel auch so. Ich glaube das aber, ich finde es bei manchen Charakteren halt auch fair. Ich finde Jigs zum Beispiel ist auch super so unique einfach, weißt du? Du hast halt viele Sachen, die auch andere Charaktere. Hast du eingetragen? Ja. Also du spielst, glaube ich, finde tendenziell immer Charaktere, so wie du deinen Main spielst. Ja. Wenn du Falcon zum Beispiel spielst, dann funktioniert Fox immer noch sehr tot. Aber wenn du das mit Peach machst, dann kommt es wieder. Beide noch einen Stop, Alter. Du musst gegen den Loser doch. Ich will auch einfach floaten die ganze Zeit. Ich weiß nicht, warum ich das nicht kann mit anderen Charakteren. Was ist das für Winner Round 1? Das ist wirklich, ist aber Round, ja, es stimmt, Winner Round 1. Das ist so Hype, Alter. Letzte Stop für beide. Ich glaube, Alex holt sich sein Geburtstagsgeschenk. Oder auch nicht. Okay, aber Ace kommt nicht hinterher mit dem F-Tilt. Bisschen zu kurze Beinchen. Oh, und da tippelt er an. Ja, Alex will so dermaßen den Upsmash. Oh mein Gott. Ja, Mann. Alex hat, das ist eine Down-Air. Meiner macht eine Back-Air. Okay, alles klar. Hau, Dicker, wie leben beide? Oh mein Gott. Das kann sein. Das könnte sein. Kriegt er es? Und der kriegt den F-Tilt nicht. Ein Upsmash könnte reichen von Fox hier. Oh no, und das ist eine Down-Air. Nein, der kommt nicht rechtzeitig hinterher. Die sind so am Choken. Oh ja, Alex macht. Jetzt will er eine Falling Up-Air, weil er merkt, die Upsmash dauert zu lange. Ja. Oh shit, das könnte sein, was ist es? Und das muss es sein. Oh mein Gott. Das ging mir noch ein Wort hier. Das war. Bestes Set? Das war. Sitzen. Das war ein sogenannter Slobber-Knocker. Das klingt wie eine Figur bei Alice im Wunderland. Slobber. Und ein Knocker.